Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ich war gerade dabei, meinen Standpunkt bezüglich dieses Spiels zu verdeutlichen. Und ja, wir werden einfach mal direkt da wieder einsteigen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und was ich auch so ein kleines bisschen, was ich auch so ein bisschen grenzwertig fand, war die Tatsache, dass von Ellies Seite aus quasi gezeigt wurde, dass Rache etwas Schlechtes ist und Ellie bekommt ihre Rache nicht. Aber auf Abbys Seite, Abby bekommt ihre Rache und Abby hat keinerlei Gewissensbisse, was das anging. Sie hatte keine Gewissensbisse, Joel so langsam zu töten oder sonst irgendetwas. Nora hat sich Gewissensbisse irgendwie anmerken lassen, wobei nicht ganz sicher ist, ob sie tatsächlich hatte. Und Mel hatte auch noch gewisse. Hatte auch noch so gewisse Gedanken diesbezüglich. Aber ansonsten, Abby selbst, man hat nie Abby dabei gesehen, wie sie es bereut hat, wie langsam sie Joel getötet hat. Oder dass sie ihn getötet hat. Ich meine, man muss sich nur an die Szene mit Ellie erinnern, wo sie ins Theater zurückkam, nachdem sie Nora getötet hat und ihr so viele Schmerzen zugefügt hat, dass sie doch noch Abbys Aufenthaltsort genannt hat. Sie hat gezittert am ganzen Körper wie Espenlaub, war psychisch total fertig und ja, hat es offensichtlich bereut. Ja? Hat man so etwas jemals bei Abby gesehen? Nie. Nie. Sie hatte auch keinerlei Skrupel, die schwangere Dina zu töten. Klar, es war so eine Auge-um-Auge-Situation, aber trotzdem, zu sehen, dass sie ohne zu zögern, solche Aktionen begeht und nicht das Geringste dabei fühlt, hat sie in meinen Augen deutlich unsympathischer gemacht, noch einmal. Ja? Und wie gesagt, Abby bekommt ihre Rache und bei ihr ist es in Ordnung. Ellie, kommt quasi die ganze Zeit ins Schwanken, ob ihre Rache gut ist oder schlecht und kann sie am Ende deswegen nicht wirklich durchziehen. Und ganz ehrlich, das hat insgesamt so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Wie gesagt, ich fand nicht alles an der Story schlecht, aber das waren eben so Sachen, wo ich jetzt das Gesamtbild der Story kenne, durchaus einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und wie gesagt, was ich gut fand, ich fand Lev als Charakter super. Was ich auch großartig fand, war die Flashback-Szene mit Ellie und Joel in dem Museum. Die habe ich auch extrem gefeiert. Oder eventuell auch die Flashback-Szene danach, wo sie auch mit Joel noch glücklich glaube ich, Getanenseiten gesucht hat. Das fand ich auch noch schön generell, ne? Das war eben genau das, was, glaube ich, so ziemlich jeder sehen wollte. Diese Vater-Tochter-Momente zwischen Joel und Ellie, während sie in Jackson aufwachsen oder weiterleben. Ne? Also, das fand ich zum Beispiel gut. Ich fand auch an Abbys Stelle den Quarantäneflügel im Krankenhaus richtig krass. Ich fand auch generell die neuen Infizierten, die hier vorgestellt wurden, wenn es auch nur zwei Typen waren. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass hier mehr Infizierte vorgestellt werden. Aber die neu dazugekommen sind, fand ich extrem krass. Einmal der Shambler. Der war schon vom Design her allein ein Albtraum. Ja, das Geräusch, das er von sich gegeben hat und natürlich die Gefahr, die er darstellt. Ich fand dieses komische Mutantenviech in dem Quarantäneflügel im Krankenhaus extrem. Ja, dieser Blob an zusammengewachsenen Infizierten. Boah. Das war heftig. Ja, das war auch ein richtig krasser Bosskampf. Das habe ich echt krass gefunden. Ich fand es auch krass, dass die Bloater noch einmal gefährlicher dargestellt wurden, dass sie in der Lage sind, durch Gegenstände oder ganze Wände teilweise durchzusprinten. Ne? Sie sind auf jeden Fall deutlich gefährlicher noch einmal geworden und boah, fand ich auch an sich krass. Die waren ja im ersten Teil schon so ein bisschen schwerfälliger. Ansonsten, ja okay, ich weiß nicht, ob man das so als neue Infiziertenart beschreiben kann. Die Stalker, die quasi in die Wand eingewachsen sind von lauter Pilzplatten. Und wenn man zu schnell an denen vorbeigeht, lösen sie sich, oder wenn man zu nah an denen vorbeigeht, wahrscheinlich sogar, lösen sie sich von der Wand und greifen einen an.
was dann Krach verursacht und alle anderen Infizierten im Gebiet sind dann auch auf einen aufmerksam geworden. Die fand ich dann auch nochmal krass. War an sich eine nette Idee, eine nette Neuerung vor allen Dingen. Ja, also von daher und vor allen Dingen die Grafik, stimmt, das muss ich auch nochmal erwähnen. Grafisch ist das Spiel definitiv perfekt, da ist nichts dran auszusetzen. Grafik war großartig, Animationen waren großartig, ja. Gestik, Mimik von den Charakteren, super gemacht. Die ganzen Details von der Grafik her, grandios, wirklich. Da kommt jeder wirklich auf seine Kosten. Da wurde nochmal alles aus der PlayStation 4 rausgepresst, was möglich war. Wirklich großartig. Riesiges Lob an euch, Naughty Dog. Das fand ich super. Ja, ansonsten. Das waren jetzt eben so die paar Sachen, die mir eingefallen sind. Was ich auch ein bisschen schade fand, dass man nie die Anführer von den Seraphiten kennengelernt hat, aber das ist jetzt schon Meckern auf höchstem Niveau. Ne? Man hat die Anführer der Seraphiten leider nie kennengelernt. Was noch? Ja, die Rattler-Gruppe ganz am Ende, die hat sich so ein bisschen gerusht angefühlt. Von der Gruppe hätte ich auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen mehr erfahren wollen. Das Gebiet allerdings, wo ihr Hauptquartier ist, fand ich als Map wunderschön. Fand ich wirklich großartig und generell das Level-Design muss ich an dieser Stelle auch nochmal von dem Spiel loben. Das Level-Design ist grandios. Wirklich, wenn ich dann nochmal durch die Level gelaufen bin, nachdem ich alles getötet habe und mir alles genauer angesehen habe, die Anzahl an möglichen Wegen, die man dann nehmen kann, um an Gegnern vorbeizuschlüpfen oder sogar vor ihnen zu fliehen, ist super. Da hat man sich richtig Mühe gegeben, auch so in weitläufigen Gebieten. Fand ich super, wie viele Möglichkeiten, da einem eben geboten werden. Auch wenn ich nur ein extremes Minimum davon genutzt habe. Ich habe sie dennoch gesehen am Ende und sie gefeiert. Also da muss ich auch noch einmal ein großes Lob aussprechen. Ne? Also wie gesagt, ich habe meinen Spaß an dem Spiel gehabt. Auf jeden Fall. Auch an der Geschichte gab es einige Hochpunkte, die mir sehr gefallen haben. Nur insgesamt hat die Geschichte bei mir gemischte Gefühle hinterlassen. Und das ist das erste Naughty Dog-Spiel, bei dem das so ist. Das habe ich bei anderen Naughty Dog-Spielen bislang wirklich. Da war ich eigentlich relativ zufrieden am Ende, auch mit dem Ende oder mit dem generellen Verlauf der Geschichte. Und hier ist es teils, teils, um ehrlich zu sein. Und das finde ich sehr schade. Ich hätte das Spiel sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel gefeiert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Teil ich besser gefunden habe, ich würde mich definitiv für The Last of Us 1 entscheiden. Auch wenn ich The Last of Us 2 im Endeffekt gern gespielt habe, vom Gameplay her war es okay, von der Länge her war es okay, von den sammelbaren Gegenständen fand ich es auch okay. Ich habe jetzt hier zum Beispiel jetzt keine Firefly-Anhänger gesehen, die man runterschießen muss. Ich hoffe zumindest, dass jetzt nicht die meisten Collectibles, die ich verpasst habe, ich dadurch verpasst habe, dass ich an bestimmten Stellen einen Gegenstand nicht angeschossen habe. Ich hoffe, daran hat es nicht am Ende gelegen. Weil das war eben der Grund, warum ich einige Firefly-Anhänger im ersten Teil bei meinem allerersten Spieldurchgang auf der PlayStation 3 nicht gefunden habe. Einfach weil ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass sammelbare Gegenstände in Bäumen hängen können und dass man sie runterschießen muss. Naja. Jedenfalls, ja. An sich, wie gesagt, ein gutes Spiel, kein großartiges Spiel, wie es bislang von Naughty Dog so gewesen ist. Ja, aber vom Gameplay her ist es auf jeden Fall spitzenmäßig, Grafik spitzenmäßig, Soundtrack spitzenmäßig. Ja, das Einzige, was wirklich, und das ist eben ein großer, das macht eben unter anderem The Last of Us generell aus, schon der erste Teil hat es ausgemacht, und die anderen Spiele von Naughty Dog, die Story. Und das, wie gesagt, gemischte Gefühle. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt weiterrede, wiederhole ich mich nur noch die ganze Zeit. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Okay, Leute, jetzt wo das erledigt ist, würde ich ganz gerne einmal in die Konzeptgalerie reinschauen und dabei gerne auch noch einmal meinen weiteren Verlauf in diesem Projekt so ein kleines bisschen darlegen. So, Concept Arts des Spiels. Verdiene Punkte und schalte einzigartige Inhalte frei, indem du Sammelobjekte findest, Trophäen erhältst und das Spiel auf höheren Schwierigkeitsstufen abschließt.
Okay. Concept Art Jackson. Prolog. Erwachen. Der Aussichtspunkt. Patrouille. Ach so. Enthält 7, 11, 8, 10, 8. Ach ja. Oha, wir haben 874 Punkte freigeschaltet. Na, da muss ich mir erstmal alles angucken, was wir hier zu bieten haben. Ich, auf jeden Fall eine unfassbare Menge an Bildern. Für jedes einzelne Kapitel. Spuren lesen, Stadion. Können wir uns alles später angucken. Hoppala. So. Also, was ich jetzt gerne als nächstes machen wollen würde, ist sowohl die restlichen sammelbaren Gegenstände als auch die ganzen Upgrades von Charakter und Waffen in einem einzigen Durchgang durchzuziehen. Und zwar im New Game Plus. Nicht per Kapitelauswahl, sondern New Game Plus. Denn New Game Plus müssen wir sowieso starten, um in der Lage zu sein, die ganzen Upgrades abzuschließen. Aber durch die Tatsache, dass man sich von den Einstellungen her es sich mit den Collectibles sehr viel einfacher machen kann, was ich leider, leider erst viel zu spät entdeckt habe. Auf diese Art und Weise hätte ich es vielleicht sogar geschafft, 100% der Collectibles zu finden, denn wenn man sich ein paar Einstellungen vornimmt, dann kann man es sich unfassbar einfach machen. So, die, in der Charaktergalerie, da haben wir die junge Ellie, die Patrouillen-Ellie, die Geburtstags-Ellie. Wir haben Ellie Seattle. Ach komm, gucken wir uns doch jetzt ganz einfach mal alles ganz kurz an. Hier, wir haben einmal die junge Ellie. Anzeigen. Ja, da können wir uns das 3D-Modell noch einmal genauer angucken. Sehr schön. So etwas finde ich generell auch sehr toll, wenn das in Spielen eingefügt wird, dass man eben... Oha! Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Moment mal. Kann man das komplett rauszoomen? Das ist ja toll. Wie so eine Art kleine Statuette. Man könnte meinen, das wäre eine Figur, die offiziell jetzt verkauft wird und im Handel so erhältlich ist. Nicht schlecht. Ich finde es auch schön, wie sich die Haare und der Schlüsselanhänger so schön bewegen. Sehr gut gemacht. Okay, als nächstes Ellie Patrouille. Wir zoomen lieber einmal komplett raus, dann sieht man auch den Sockel sehr schön. So, wir gucken uns Ellie Geburtstag an. Das war eine schöne Szene. Wie gesagt, das war auf jeden Fall... Ah, weg, weg, weg. So. Eins der Highlights von The Last of Us 2. Meiner Meinung nach. Diese ganze Museumsszene, wo man Ellie und Joel richtig glücklich miteinander erlebt hat. Wunderbar gemacht worden. So, Ellie Seattle. Ja, genau. So, da schon etwas... Oha, da flattert ihr Haar auch deutlich mehr. Und auch ihre Jacke. Sehr schick. Okay. Ellie Posten. Ach so, als sie mit Tommy und Joel unterwegs war, glaube ich, oder? Das war da ihr Outfit in dem zweiten Flashback quasi. Ellie Aquarium. Oh, sogar mit dem Regen noch dazu. Uiuiuiui. So, Ellie Santa Barbara. Wie viele Ellie-Figuren es einfach mal gibt, das ist der Hammer. Oh, das zu sehen ist hart. Eine Ellie, die einfach nur noch fertig ist. Ach, nein, danke. Ellie Epilog. Oh, das tut noch mehr weh. Eine einsame Ellie, die sogar die Gitarre zurückgelassen hat von Joel. Sie hat all ihre Sachen zurückgelassen, auch die Gitarre von Joel. Klar, eine Gitarre ist in der Postapokalypse schwer zu... Ach. Schwer zu tragen, aber trotzdem. Ach. Och nee, ich habe gar nicht gesehen, dass Abby als nächstes. Nee, fuck it. Von Abby kaufe ich nichts mehr. Ne. Ne. Joel Ellie Krankenhaus. Ja! Eine der krassesten Szenen aus dem ersten Teil, wenn nicht sogar eine der besten. Ganz ehrlich. Ja? Man konnte Joel total verstehen und die Fireflies haben die Situation auch überhaupt nicht richtig gehandelt an mehreren Stellen, möchte ich anmerken. Also Joels
Aktionen waren trotz ihrer moralischen, ja, trotz des moralischen Zwiespalts komplett verständlich, ja, und vor allen Dingen menschlich, ja. Das dürfen wir an der Stelle auch mal nicht vergessen. Nicht umsonst war Joel so ziemlich der beliebteste Charakter aus dem ersten, Teil. Verdammt nochmal. Ich fange schon jetzt wieder an, falsche Tasten zu drücken. Joel, nice. Einfach nur nice. So, Joel Geburtstag. Ach, oh, guckt euch das mal an. So ein glücklicher Joel. Ah. Ach je. Und was hat er da in der Hand? Den. Ah, genau, diesen. Na, Rucksackanstecker. Den Pin. Den Ellie dann auch bis heute noch an ihrem Rucksack hatte. Was haben wir hier? Joel Posten. Ah. Immerhin, von Joel gibt es auch noch mal eine ordentliche Anzahl an Figuren. Sehr, sehr schön. Das hat was. Dina. Okay. Hoppala, nein. Raus. So. Schon nicht schlecht. Ich finde auch ihren Waffenholster und ihre Messerscheide, die dann auch noch einmal mit zusätzlichen Gurten am Bein befestigt sind. Ganz stylisch. Ganz nett. So, wen haben wir noch? Oioioi. Dann nur noch Dina Seattle. Ihr Zopf. Hui, hui, hui. Ihr Pferdeschwanz. So, ah ja, die glückliche Dina. Ah. Naja. Jesse Patrouille. Der arme Jesse. Wehe, die haben jetzt hier noch eine Statuette mit, naja, sie haben auch keine von Joels Todesszene, vom toten Joel hier reingepackt. Da wird auch keine von Jesse mit einem Augenschuss da sein. Jesse war an sich auch sehr sympathisch, meiner Meinung nach. Tommy. Ach, Tommy. Ja, Bei Tommy fand ich es ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen komisch. Beim Aquarium, als er da Ellie gefunden hat, da hat er gesagt, na, beziehungsweise als er dann mit ihrem Theater zurück war, da hat er gesagt, komm, wir lassen Abby jetzt ziehen, es hat keinen Sinn mehr, es gibt Wichtigeres, Dina zurückzubringen, hast du nicht gesehen. Ne, da hat er realisiert, dass es wichtigere Dinge gibt als die Rache an Abby. Aber als er dann zu Ellie und Dina auf die Farm ging, da hieß es auf einmal, ja, du hast es mir versprochen, sie zu töten. What the fuck, warum machst du es nicht? Ich gebe dir die Möglichkeit und warum nimmst du sie nicht wahr? Also, jetzt auf einmal war ihm Joels Tod doch wichtiger als alles andere. Da verstehe ich nicht so ganz, was genau diesen Sinneswandel bei ihm ausgelöst hat. Genau, hier, Tommy Farm. Das habe ich auch vergessen, beziehungsweise was heißt vergessen? Ich habe es überhaupt nicht gesehen, ihm scheint das eine Auge zu fehlen. Zumindest hat er es die ganze Zeit so zugekniffen. Ich habe ja nie wirklich gesehen, was genau Ellie bei ihm getroffen hat, wodurch das Blut am Kopf auftrat, was ich ja ursprünglich eben für seinen Tod gehalten habe, für eine tödliche Schusswunde. Aber so wie es aussieht, scheint er sein Auge durch Abbys Schuss verloren zu haben. Vermute ich mal. Naja. Ah, Lev. Ja, Lev. Sehr. Nein, hör auf. Mann. So. Sehr, sehr gut. Aber, also eins muss man auch über die Seraphiten sagen. Die haben geile Mäntel. Das muss man wirklich mal sagen. Lev Seattle. Da hat er, glaube ich, den Mantel genau schon abgelegt und hat sich dann ein etwas leichteres Outfit besorgt. Er war aber natürlich nach wie vor durch seine Narben als Scar geprägt. Lev Santa Barbara, da fand ich es auch super, dass er sich seine Haare wieder hat nachwachsen lassen. Ne?
Er hat sie sich nicht immer wieder weggeschoren als Symbol für seine ursprüngliche Tat. Nein, er lässt sie sich wieder wachsen. Super. Yara Wald. Ah, oh, wow. Die arme Yara. Yara Aquarium mit dem amputierten Arm und dem Plüschhai. Owen. Na. Von dem will ich eigentlich keine Statuetten haben. Das war noch zu der Zeit, als er noch ein unbeschriebenes Blatt war und er noch potenziell sympathisch sein könnte, aber naja, nicht wirklich. Jetzt nicht mehr. Es gibt einige Owen-Figuren, wie man sieht. Manny, nope. Mel, nope. Nora, Alice. Okay, Alice. Dem Hund kann man keinen Vorwurf machen. Der Hündin. Ja. Du kannst nichts dafür, dass du mit Scheiß. Nein, ich sag's jetzt nicht so hart. Also, ich fand die Charaktere einfach leider nicht sympathisch. Wenn ihr euch mit ihnen besser verständigen konntet, wenn sie für euch relatable, wie ist nochmal der deutsche Ausdruck dafür? Wenn ihr besseren Bezug zu ihnen aufbauen konntet, dann will ich euch da auf gar keinen Fall reinreden. Ich habe nur meine eigene Meinung nochmal wiedergegeben. Und die, ja. WLF Whitney. Whitney? Ach, das Mädchen mit der Vita. Ach. Ach ja, sie hat mir auch so ein bisschen leid getan. Muss ich zugeben. Naja. Ich find's auch irgendwie schade, dass Ellie die PlayStation Vita nicht mitgenommen hat. Also. Wieso genau hat sie sich nicht die Spielkonsole eingesteckt? Ich weiß, sie hatte was anderes zu tun, aber trotzdem. Hätte ich gefeiert, wenn sie die Vita tatsächlich eingesteckt hätte. Es wäre unabhängig, es wäre mir egal gewesen, ob man sie dann vielleicht noch ab und zu, ob man selbst auf der Vita hätte spielen können an einigen Stellen. Es wäre schön gewesen, wenn sie danach noch an einigen Szenen damit gespielt hätte, um sich abzulenken, oder hast du nicht gesehen? Aber, naja. Nick Isaac. Oh, Isaac. Ein Charakter, der sehr interessant war, aber leider, leider erfahren wir nicht viel mehr über ihn. Er muss ja ein sehr beeindruckender Anführer gewesen sein, wenn er in der Lage war, so viele Leute um sich zu scharen. Von ihm hätte ich auch ehrlich gesagt sehr gerne mehr gesehen. Oh, auf der Insel, da hat er auch noch ein nices Outfit an. Wo er gerade damit haderte, Abby zu erschießen. Ja. So, Jerry. Oh, Jerry Krankenhaus, okay, das sind Marlene, nö. Maria, ja. Dieser Moment, als ich dachte, oh Gott, Maria hat gerade auch ihren Mann verloren. Oh. JJ? Oh ja, der Kleine ist süß. Nur schade, dass Ellie ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen wird. Moment, wildbrauner Wallach. Ah, okay. War das Ellies Pferd am Anfang auf der Patrouille? Buckskin-Stute. Ach, wir bekommen jetzt hier sogar noch verschiedene Pferde zu sehen. Guckt euch das mal an. Und wie das Zaumzeug dann auch noch die ganze Zeit so rumfliegt. Hui, 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 hui. Nicht schlecht. Ah, Shimmer, da ist sie. Die arme Shimmer. Ah, wir wissen ja ganz genau. Dieser Sprung, das ist wahrscheinlich sogar genau der Sprung, der der armen Shimmer zum Verhängnis wurde. Japan? Was? Wie Japan? Wer hat sein Pferd Japan genannt? War das Jesse? War das seine Art von Humor, dass er das Pferd einfach Japan genannt hat? Ach, Seth, ich weiß nicht. Gustavo? Wer war denn Gustavo? Gustavo? Ich kann mich jetzt. Okay, das war der Typ in Jackson, der den Hund bei sich hatte. Der hatte einen eigenen Namen? Das weiß ich gar nicht mehr. Krass. Ja gut, allein wegen des Hundes hat sich das auf jeden Fall hier gelohnt. Sympathischer Dude auf jeden Fall. Seraphiten Emily. Okay. Ha.
Seraphiten Unmensch Wei. Nee, ist nicht wahr. Die heißen. Oh, mit diesem Gesichtsausdruck auch noch. Die haben keine eigenen Namen bekommen, die heißen einfach nur Unmensch. Ich meine, klar, die haben fucking viel ausgehalten, verständlich, aber trotzdem. Dieser Name und den männlichen gibt's wahrscheinlich. Ja, natürlich. Hi. Oh Mann, ey. Die Unmenschen, oh Mann, die Nahkampfbosse. Großer Rattler, Hinterhalt. Ach, der. Der wirkte wie ein sehr gechillter Dude. Klar, er hat einer beschissenen Organisation angehört, aber ich dachte, er würde etwas mehr Charaktertiefe kriegen. Er sah wie ein Kerl aus, bei dem man es lieben könnte, ihn zu hassen. So in der Art. Großer Rattler, ne? Ach, sowas, ne? Kleiner Rattler. Gefangener. Oh. Man sieht auch direkt, wie ausgedünnt die Arme sind. Jackson Runner, männlich. WLF Runner. Stalker. Okay, komm, Stalker. Oh, es ist ekliger, als ich es gedacht habe. Boah, guckt euch das mal an. Das Gesicht ist schon fast gespalten, ey. Oh. Die Pilze da in der Gesichtsmitte sehen schon fast aus wie chirurgische Nähte. Die versuchen, das bisschen Gesicht, was übrig geblieben ist, noch zusammenzuhalten. Boah. Und der Rest sieht aus, als wäre das mit dem Nasenpiercing unheimlich schief gegangen. Boah. Uffa. Scheiße. Okay, was haben wir noch? Stalker männlich? Sieht bestimmt nicht viel besser aus. Oh ja. Eieiei. Boah. Ja, und auch hier. Boah. Wie einfach mal die Mitte des Gesichts komplett wegfault. Ne? Die Haut ist weg. Da, man sieht sogar beim Mund auch schon, boah, wie die Lippe angefangen hat, wegzufallen. Und dass man schon eben selbst wenn er versuchen würde, seine Lippen zusammenzupressen, würde man immer noch in seinen Mund reingucken können. Boah. Okay, Jackson Klicker, weiblich. Boah. Da hätte ich mir jetzt noch gerne die Soundeffekte gewünscht. Dass man sich noch die Soundeffekte dazu holen kann. Guckt euch mal diesen hässlichen Bastard an. Und Klicker männlich. Hi. Na? Upsa. So. Boah. Richtig aufgespalten schon da die obere Zahnreihe. Boah. Okay. Gepanzerter Klicker. Wait, what? Wie gepanzerter Klicker. Ach, so gepanzert, okay. Kugelsichere Weste und so. Ich dachte schon mit Pilzplatten gepanzert. Ja, gut. Was haben wir noch? Rattler-Klicker? Oh, ja, stimmt. Die Viecher, die sie an Ketten gehalten haben als Wachhunde. Shambler, oha! Jetzt kommen wir zum hässlichen Motherfucker. Oh, die Neuheit in dem Spiel. Boah, ey. Da weiß man ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist teilweise. Boah, ich meine, weiß man schon, aber trotzdem. Boah, boah. Und diese ganzen Pusteln, die mehr aussehen wie Augen. Boah. Stell dich mal jedes einzelne dieser Dinger als ein Auge vor. Boah. Ich get. Hi. Jesus Christus. Und hier hinten, ja, das fand ich auch so schlimm, dass da wirklich. Das hat für mich immer so ausgesehen, als ob das Rückgrat rausguckt. Wirklich so, als ob man da dann wirklich die Wirbelsäule sehen würde, weil da das Ganze schon komplett aufgegangen ist. Bah! Das war so mein Bild von denen. Bloater. Gleich kommen wir wahrscheinlich noch zum krassesten Infizierten, den wir in dem Spiel gesehen haben. Alter, bei dem Bloater, ich dachte jetzt schon, der hätte zwei Paar Zähne. Das hat jetzt gerade für einen Moment so ausgesehen. Hey! Hey! Boah. Schlimm. Schlimm. Aber seht ihr, der hat jetzt mehr so Pilzplatten als diese komischen Pusteln. Ne? Und beim Schembler ist es umgekehrt. Er hat weniger Pilzplatten, dafür mehr Pusteln. Krass. Rattenkönig!
Das ist der Name von dem Vieh? Rattenkönig. Ist nicht wahr. Ey, krass. So oft, wie ich teilweise Ratze, Rattengesicht und sonstiges gesagt habe. Und das heißt einfach Rattenkönig. Heilige Scheiße. Oh. Im Gesamtbild betrachtet noch hässlicher. Natürlich. Boah. Richtig eindrucksvolles Viech, muss ich ganz ehrlich sagen. Ekelhaft auch. Rattenkönig, Bloaterhälfte. Okay. Ach so, wo sich sein kleiner Abkömmling dann schon losgerissen hat. Hier, guckt mal, da kann man noch schön in seinen Körper reinlinsen. Yummy, yummy, lecker, lecker. Bah, diese ganzen Gesichter, die einen noch angrinsen. Wir kriegen dich. Boah, Albtraum, das Vieh. Einfach nur Albtraum. Rattenkönig Stalker-Hälfte. Aha. Bah. Mit dem blutigen Zeug, das noch an ihm dran klebt. Igitt, igitt, igitt. Huh, aha. Oha, oha, oha. Oh, und wir haben jetzt schon nur noch 299 Punkte. Wir haben schon ordentlich was ausgegeben. Okay, puh. Die Infizierten sich nochmal von Namen anzugucken, war krass. Respekt. Ja, so, alles klar. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Optionen rein. So, Leute, und zwar, ich habe folgende Einstellungen vorgenommen. Zum einen Sammelobjekt Verfolgung. Zeigt ein besonderes Symbol an, wenn ein Sammelobjekt bereits in einem vorherigen Spieldurchlauf aufgehoben wurde. Das wird auf jeden Fall sehr nützlich sein, denn wir wollen ja schließlich nur bestimmte sammelbare Sachen finden und mitnehmen. Und die anderen können wir eigentlich theoretisch liegen lassen, da diese ja bereits als eingesammelt gespeichert wurden. So, das nächste wäre, genau, unter Barrierefreiheit. Dort habe ich nie überlegt, auch nur zu gucken. Unter Navigation und Überquerungen habe ich den verbesserten Lauschmodus eingeschaltet. Aktiviert die Fähigkeit im Lauschmodus mit Kreis nach Gegenständen und mit Viereck nach Gegnern zu scannen. Löse durch einen Scan Audiohinweise am Standort des Ziels aus. Die Tonhöhe variiert basierend auf der Höhe des Ziels im Verhältnis zu dir. Ist Navigationshilfe ebenfalls aktiviert, führte das Drücken von L3 im Lauschmodus den Spieler zum zuletzt gescannten Gegenstand oder Gegner. Brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Also ich habe dadurch auch nochmal die Scan-Reichweite auf 30 Meter vergrößert. Und die Scan-Zeit auf eine Sekunde. Also die maximale Reichweite wird innerhalb einer Sekunde beim Lauschmodus erreicht. Auf diese Art und Weise sollte es uns auch noch einmal einfacher fallen, die einzelnen Gegenstände quasi besser zu finden. Vielleicht brauche ich dann noch nicht einmal einen Videoguide, aber ich glaube, ich werde vorsichtshalber trotzdem einen benutzen. Ich habe außerdem noch überlegt, ob ich mir noch unter Vergrößerung und visuelle Hilfen hier die kontrastreiche Anzeige anschalten soll. Dämpft Umgebungsfarben und fügt Verbündeten, Gegnern, Gegenständen und interaktiven Objekten deutliche kontrastierende Farben hinzu. Wie man hier sieht, beispielsweise Einstellung 1, also mein Charakter und Verbündete sind blau, Gegner sind rot, einsammelbare Sachen sind gelb. Das würde uns quasi die Suche nach sammelbaren Sachen auch noch einmal erleichtern. Aber um ehrlich zu sein, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich belasse es erst einmal dabei. Notfalls kann man das immer noch später aktivieren, aber jetzt bleibe ich erstmal dabei. So, außerdem würde ich noch mal ganz kurz per Kapitelauswahl einfach nur gucken wollen, wie viele sammelbare Gegenstände ich insgesamt übersehen habe. So, ich habe im ersten Kapitel Jackson gerade mal ein Artefakt verpasst, sonst alles eingesammelt. Bei Seattle Tag 1 drei Artefakte nicht gefunden, fünf Sammelkarten nicht gefunden und zwei Tagebucheinträge, sonst alles. Bei Seattle Tag 2 ein Artefakt verpasst, zwei Sammelkarten verpasst, sonst alles gefunden. Seattle Tag 3 ein Artefakt verpasst, sonst alles gefunden. Der Park alles gefunden. Seattle Tag 1 aus Abbys Perspektive ein Artefakt verpasst, drei Münzen verpasst und sogar noch einen Safe. Uffa. Also, dass ich bei Abby auch noch so viele Münzen übersehen habe, das ärgert mich. Und ich frage mich, wo sie sind. Ich bin gespannt darauf. So, Seattle Tag 2 habe ich zwei Münzen übersehen, sonst alles eingesammelt. Seattle Tag 3 ein Artefakt und zwei Münzen verpasst.
Die Farm, da war nichts zu holen. Santa Barbara, ein Artefakt verpasst. Die Farm 2, da war auch nichts. Also insgesamt habe ich doch schon von der Prozentzahl her auf jeden Fall, ich denke mal so 80, 85, vielleicht sogar 90% gefunden. Ich bin mir unsicher, wie viele sammelbare Sachen es insgesamt gibt. Naja, sei es wie es sei. Wir werden uns auf jeden Fall ins neue Spiel Plus stürzen. Spiele das Spiel erneut mit allen Verbesserungen und all der Ausrüstung eines vorherigen Durchgangs. Verbesserungen und Fertigungsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Ellies Ankunft in Seattle verfügbar. Genau. So, ich kann jetzt... Oha, ich kann sogar Überlebender Plus theoretisch machen, wenn ich möchte. Aber nein. Auf der Suche nach sammelbaren Sachen möchte ich wirklich jetzt keinerlei Schwierigkeiten mehr haben. Und selbst auf schwer war das Spiel ziemlich einfach, um ehrlich zu sein. Und da bin ich auch fast permanent mit einem vollen Rucksack rumgelaufen. Dementsprechend, ja, ich glaube, auf Überlebender werde ich da jetzt auch nicht großartig viel mehr Schwierigkeiten haben. Aber ich möchte jetzt eben beim zweiten Spieldurchgang gar keine Schwierigkeiten mehr haben. Ich möchte mich nur noch auf die restlichen Trophäen konzentrieren. Im Übrigen haben wir ja auch eine Story-Trophäe verpasst. Und zwar hätte ich sie dort erreichen können, wo Abby mit Manny ein kleines Wettschießen macht beim Schießstand. Dieses Wettschießen hätte ich schlicht und ergreifend gewinnen müssen. Ja, ich weiß nicht warum. Ich glaube, in dem Moment, als ich mehrere Zielscheiben gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht gibt es mehr Punkte, wenn ich auch noch andere Zielscheiben anschieße, anstatt nur meine eigene. Keine Ahnung, irgendwie bin ich da komplett, weggetreten und das hat mich natürlich wertvolle Punkte gekostet, sonst hätte ich diese Trophäe eigentlich theoretisch auch noch gekriegt. Aber nicht schlimm, wir spielen jetzt ja sowieso noch einmal so ziemlich alles wieder durch. Und ja, auf sehr leicht werden wir auf jeden Fall auch deutlich schneller durchkommen. So, ansonsten Ziel anvisieren, Wahrnehmungszeichen, Tarnung. Wahrnehmungszeichen erscheinen, bis du gesichtet wirst. Ach so. Ja, okay, passt schon. Du hast sehr leicht Plus ausgewählt. Die Herausforderungsstufe kann jederzeit unter Optionen Schwierigkeitsgrad geändert werden. Das ist auch neu. Im ersten Teil von The Last of Us, da konnte man den Schwierigkeitsgrad bei dem New Game Plus nicht mehr ändern. Da war er auf den Schwierigkeitsgrad festgefahren, den man ausgewählt hat. Und das hat mich auch nie großartig gestört, ehrlich gesagt. Das war ja auch vor allen Dingen deshalb ganz gut, weil man sowieso auf jedem Schwierigkeitsgrad, also auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erbarmungslos oder unbarmherzig, ich bin mir gerade sicher, wie er hieß. Jedenfalls auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, sowohl vom Hauptspiel als auch vom DLC, musste man sowieso einen normalen Spieldurchgang und einen auf New Game Plus machen. Es gab da ja einen gewissen Trick, wodurch man sich quasi einen Spieldurchgang ersparen konnte. Aber naja, das war jetzt so insgesamt das alles. Okay, Leute, ich würde sagen, ich werde dann einen Schnitt setzen, bis ich entweder Waffenteile oder Pillen oder oder den sammelbaren Gegenstand finde, den ich hier in dem Kapitel verpasst habe. Da ist auch der gute Mann, dessen Statue wir erhalten haben. Ja, aber seinen Namen habe ich jetzt tatsächlich immer noch nicht gehört und ich habe dieses Mal ganz genau drauf geachtet. Hey Jesse. So, dort hinten sehen wir schon einmal ein paar Symbole und zwar die ersten Teile, die wir hier ja einsammeln. Die kriegt man hier einfach mal so geschenkt. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt R2 und Kreis drücke, zack, werden mir tatsächlich so sammelbare Sachen angezeigt. Und das hier habe ich ja bereits im ersten Spieldurchgang eingesammelt, deswegen ist da ein schönes Häkchen daneben. Also mit diesen Hilfen sollten wir es auf jeden Fall locker schaffen, sämtliche sammelbaren Sachen noch einmal aufzuheben, selbst wenn wir sie beim ersten Spieldurchgang nicht hingekriegt haben sollten. Hier wird uns auch schon die Karte angezeigt, aber wie gesagt, die hatten wir auch bereits. Ein paar weitere Teile findet man direkt, nachdem man mit Maria und Jesse zusammen die Bar verlassen hat. Die kann man sich dann hier auch nochmal abholen. Sind nicht viele, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ein bisschen weiter hinten, nicht weit vom letzten Fundort entfernt, scheinen noch ein paar zu sein. Jawohl, sehr gut. Ja, das summiert sich am Ende alles. Okay, ein Gegenstand, den ich tatsächlich verpasst habe. Ah,
Man sammelt ihn ein, wenn man das allererste Mal Abby steuert und man mit ihr schon die ersten Infizierten im Nahkampf erledigt hat. Dann kommt man hier in ein kleines Haus und hier muss man ja an eine Stelle in Bauchlage gehen und dort weiterkriechen. Dann erschießen wir hier unten den schicken Infizierten. So. Ich wollte schon sagen, Abby, ein bisschen weiter kriechen jetzt. So. Wo ist dieser Posten? Und wenn ich hier in das Haus reingestiegen wäre, dann hätte ich ziemlich schnell den einzigen sammelbaren Gegenstand, den es in dieser Passage gibt, auch gefunden. Ich kann ja noch einmal... Genau. Dort. Hier ist einmal... Ein Schuss für unsere Pistole. Und da ist ein Dokument, das ich beim ersten Mal komplett übersehen habe. Wer auch immer das liest, ich heiße Seth. Ich komme aus San Francisco und versuche, mich mit meinen beiden Söhnen nach Jackson durchzuschlagen. Wir haben unser Auto verloren, unseren Kompass, unsere Waffen. Wir wurden kurz hinter Reno überfallen. Meine Frau und mein älteres Kind wurden getötet. Ich versuche, mich mit Landkarten zu orientieren. Aber der Schnee macht es unmöglich, lange auf einer Straße zu bleiben. Ich hatte gehofft, wir könnten diese Stürme aussitzen. Aber meine Jungs verhungern. Ich habe die ganze Woche nicht einmal ein Eichhörnchen gesehen. Ich kann hier nicht rumsitzen und zusehen, wie sie immer schwächer werden. Wir werden weiterziehen, Richtung WNW. Ich glaube, wir haben von dort Schüsse gehört, hinter der Anhöhe. Hoffentlich finden wir Leute. Hoffentlich sind sie freundlich. Bitte, wenn das jemand liest, sucht uns. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Gott schütze euch. Okay. Ein bisschen random geworden, was er geschrieben hat am Ende, der gute Seth. Ja. Tatsächlich ein Brief von Seth, den man ja vorher noch gesehen hat in der Cutscene, wie er Heuchler-Sandwiches für die Ellie gemacht hat. Von ihm stammt dieser Brief. Ja, stammt aus einer Zeit, wo er eben noch auf der Suche nach Jackson war. Nun ja, das wär's dann an sich auch schon. Es kann nicht mehr weitergehen. In dem Kapitel Jackson haben wir sonst an sammelbaren Sachen nichts mehr zu beachten. Es kann aber sein, dass ich demnächst noch ein paar Pillen finde oder teile. Das werde ich zumindest unkommentiert aufnehmen, aber ich werde erst dann wieder mich melden, auch mit meiner Stimme, sobald der nächste sammelbare Gegenstand kommt. Wird verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Und wer Filme macht? Ganz bestimmt. Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Mann, funktioniert. Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat das mir verheimlicht? Das wird gehen. Gute Arbeit.
Sodele, mit den sammelbaren Sachen machen wir hier beim Tor von Seattle weiter. Quasi der erste Kapitelunterpunkt von Seattle Tag 1. Hier habe ich 3 Artefakte, 1 Tagebucheintrag und 2 Sammelkarten übersehen. Der erste Tagebucheintrag, beziehungsweise der einzige in diesem Kapitel, der lässt sich hier auftreiben. Man hätte nur nah genug ans Tor gehen müssen und schon schreibt sich Ellie dazu etwas auf. Das gucken wir uns natürlich auch direkt komplett an. Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Okay, so, einmal das. Außerdem muss ich definitiv ein Dokument übersehen haben, das in einem dieser beiden, ja, wie soll man es nennen, Unterschlüpfe ist. Ja, dieses Dokument hier habe ich übersehen, obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich dort liegt. So, und das ist, wenn du zum Tor kommst, suche einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Oh Mann, ja, hier wurde schon quasi gehandelt, dass man reinkommt. Gib ihm das Kilo. Wahrscheinlich Drogen. Okay, so viel dazu. Die nächsten sammelbaren Gegenstände kommen etwas später. Und zwar, sobald wir über die Mauer klettern und diesen Ausblick hier haben. Hier finden wir quasi in diesem Gebiet die letzten Collectibles. 2 von den 4 verbleibenden finden wir, indem wir uns einfach hier, nachdem wir hier hineinkommen, nach links umdrehen und diese Leiter hier hochklettern. Naja, wäre eigentlich durchaus recht simpel gewesen, das zu finden. Hätte ich mich mal besser umgesehen an der Stelle. Hier finden wir sogar noch ein paar Teile. So, hier finden wir eine neue, Sammelkarte. Und zwar der Chess Master. Schauen wir mal. Echter Name Caleb Sophos. Intelligenz 100, Muskelkraft 40. Zugehörigkeit keine. Nach einem Zusammenstoß mit dem multidimensionalen Helden Tesseractor konnte das kriminelle Superhirn Caleb Sophos plötzlich jede mögliche Auswirkung seiner Entscheidungen sehen, bevor er sie getroffen hatte. Da er jetzt Dutzende von Zügen im Voraus sehen kann, nennt er sich seither Chessmaster. Seine neueste Fähigkeit hat aber auch ihren Preis. Er hat zwar ein Vermögen damit gemacht, anderen Kriminellen bei der Planung ihrer Verbrechen zu helfen, doch das Wissen um alle möglichen Folgen einer Entscheidung hat ihn zu Unentschlossenheit verdammt. Er schafft es nicht, seine Kraft für sich selbst einzusetzen und ist darauf angewiesen, dass andere für ihn entscheiden. Schurke. Interessant. Und hier finden wir auch gleichzeitig ein Dokument. Zelda, wenn deine Einheit das Tor eingenommen hat, öffnet es und stimmt euch mit Johns Einheit ab. Unsere Spitzel unter den Flüchtlingen sind bereit. Niemand von der Fedra soll überleben. Sobald ihr alles unter Kontrolle gebracht habt, bietet den Flüchtlingen im Gegenzug zur Loyalität mit der WLF die Aufnahme bei uns an. Dein Überleben sei lang, Isaac. Ein Befehl direkt vom Chef. Sodele. Jetzt, wo das erledigt ist, machen wir als nächstes hier weiter, wo wir uns das Kabel des Generators schnappen sollen. Und ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich, dass ich das übersehen habe. Denn ja, man muss eine sehr spezifische Aktion mit dem Seil machen. Man muss sie über das Dach von dieser kleinen Hütte hier schmeißen und anschließend auf der anderen Seite wieder hochklettern. So, auf die Art und Weise ist man nämlich in der Lage, auf das Dach zu gelangen, wo wir 2 weitere sammelbare Sachen finden. Wir finden hier außerdem noch Alkohol. Ich sehe auch die Pillen dort. Die Teile. Na, die Pillen würde ich gerne als erstes haben. Nur für den Fall, dass ich... Ja, ich kann wieder ein weiteres Upgrade durchführen. Sehr gut. Das heißt, ich brauche mit Ellie danach nur noch ein weiteres Upgrade. Für 40 Zusätze. Dafür brauche ich nur noch 28 weitere. Das sollte nicht allzu lange dauern. So, und was wir hier jetzt Neues finden, ist dieses Dokument.
fast alles durchgestrichen. Lieber Isaac, du sollst Leute nicht in den letzten Winkel der verdammten Quarantänezone verbannen, nur weil sie deine Befehle in Frage stellen. Ich wollte nur helfen. Isaac, ich hoffe, du erkennst meine guten Absichten, auch wenn ich mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt habe. Ich wollte auf keinen Fall respektlos sein. Hier ist nicht mehr durchgestrichen. Lieber Isaac, es wäre wirklich nett, wenn du meine Einteilung hier noch einmal überdenken könntest. Es tut mir leid, dass ich dir widersprochen habe. Das war unprofessionell. Tja. Scheinbar mitten im Satz getötet oder komplett drauf geschissen, diese Nachricht zu schreiben. So, wir bekommen hier außerdem noch eine Sammelkarte, nämlich USA. Der Blob scheinbar. Echter Name Andrew Flanders, Intelligenz 40, Muskelkraft 100, Zugehörigkeit keine. Nach einer Nachtschicht zu viel stürzte dieser todmüde Forscher in einen Tank mit unbekanntem organischem Material. Als der Tank geleert wurde, kam er als schleimiger, formloser Blob wieder zum Vorschein, der fast jedes organische Material absorbieren kann. Voller Wut über sein schreckliches Schicksal zog er eine schleimige Spur der Verwüstung durch die Stadt, was ihm den Spitznamen USA einbrachte. Extreme Hitze und Kälte schaden ihm, und er wird von Sergeant Frost und Candelabra verfolgt, während er eigentlich nur versucht, seine frühere menschliche Form wiederzuerlangen. Schurke. Ja, habe ich mir schon gedacht, der Blob. So, das sind dann auch schon alle sammelbaren Gegenstände, die wir in dem Unterkapitel das Tor von Seattle 1 verpasst haben. Und damit würde ich für heute ehrlich gesagt gerne den Part beenden. Ja, und was die Länge der nächsten Parts angeht, es kann sein, dass sie alle etwas kürzer ausfallen werden. Denn schließlich, ja, schneide ich hier eine ziemliche Menge an Spiel weg, wenn ich nur die sammelbaren Gegenstände, die ich verpasst habe, aufnehme. Und hier und da zwischendurch noch einmal Waffenteile oder Zusätze, aber das muss ich auch schon nicht mehr allzu lange aufnehmen, da ich mittlerweile schon fast alle Upgrades besitze. Also allzu viel brauche ich von dem Zeug schon nicht mehr. Naja, sei es wie es sei, stellt euch nur darauf ein, dass die nächsten Parts kürzer sein könnten. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir die nächsten sammelbaren Sachen in Seattle finden werden. Bis dahin, Leute, ciao, ciao!